hab ich jetzt erschrocken, ey. Ja, dann sind wir hier durch. Okay, da hatten wir das Erzmittel schon. Ja, wo haben wir das denn nochmal herbekommen? Bin gerade überlegen, wo wir es herbekommen haben. Ich schau nochmal auf die Karte. So, Aufenthaltsraum. Speisesaal, Kojen, Pausenraum. Das war das Zimmer, also das war der Bereich 2F. Warte mal, 2F, kommen wir auf 2F? Mit dem Fahrstuhl? Zweifel ist eine höher, ne? Warte mal, ich probiere mal was. Ich teste mal gerade was aus. Ich meine, von 2F sind wir runtergesprungen. 2F war doch der Bereich, wo wir auch den Alan hatten, unseren Kumpel, ne? Der da in diesem Pausenraum da drin war oder was, wo die Küche auch war. Das war doch 2F gewesen, oder? So, hier ist die Brücke. So. Lass mich! Lass mich! Geh weg! Geh weg, lass mich! Geh weg! Nee, es war 4F, scheiße. Ciao! Ja. Boah, fuck, ach, 4F war das. Aber wie kommen wir denn auf 2F? Warte mal, 2F ist dann... Ist 2F eine niedriger? Nee. Hä, warte mal. Doch, 2F ist eine niedriger. Da ist 2F. Was ist das denn? Hey, ein Messer, ich werd bekloppt. Ach stimmt, hier waren wir noch gar nicht. Stimmt ja. Hier... Da müssen wir noch wegätzen. Alter! Boah, mach doch nicht sofort mit mir, ey! Oh. Ey, bescheuert, ey! Weil spawn diese scheiß Kack... So, Abteilung für Spezialeinsätze, Leiter Alan Rooney und Fürsorgerin Maya Winters, das hatten wir schon gelesen, ne? Genau, im Video. Oh, Pistolenmuni, sehr schön. Was haben wir hier? Nein, Ätzmittel, wie geil. Aber nur ein, das heißt, wir müssen intelligent damit umgehen. So, jetzt gehen wir erstmal ein bisschen aussortieren. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht. Sie können das Objekt nicht im Inventarbox verstauen, warum das denn? Achso, und die Gewebeprobe können wir nicht verstauen? Warum das denn nicht? Okay. Ach komm, nehmen wir mal. Komm, die Pillen schmeißen wir uns gleich mal ein. So, ich speichere mal eben. Hallo? Ich würde gerne speichern. Danke. Krass. Jetzt bin ich mal gespannt. Aber wir müssen ja... Ah, ich weiß. Warte mal, die Tür zum... Sie ist oben, ne? Genau. Eevee ist oben. Eevee Peevee ist oben. Jetzt wollte ich mal eben kurz gucken. Wir wollten ja... Da haben wir zum Beispiel für die Kojen haben wir zum Beispiel eine Tür zum Wegätzen. Der Freizeitraum, den können wir wegätzen jetzt zum Aufmachen. Oder halt hier, wo die Krankenstation... Wir müssen zur Krankenstation. Ich würde sagen, wir machen erst die Krankenstation, weil dann können wir nämlich die Tür mit Ätzmittel öffnen. Das weiß ich nicht, ob das da ist. Auf jeden Fall kriegen wir da bei der Krankenstation F3 finden wir auf jeden Fall das Reparaturset für den Fahrstuhl. Das heißt, müssen wir auf 3F gleich wieder gehen.
Aber zuerst würde ich sagen, schauen wir uns hier erstmal um und ich nehme jetzt erstmal die Tabletten. Wow, hier ist ja viel. Da ist was. Und da. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Ich frage mich, wo der hin ist. Ah, geil, wir haben das Treppenhaus freigeschaltet. Wie cool. Okay, da unten ist irgendwas am Leuchten. Hier war die Küche, ne? Oh. Schießpulver? Ich höre schon wieder was. Ja, war klar. Oh nein. Kraut. Lässt sich nicht öffnen, okay. Oh, ernsthaft? Das ist ein fucking scheiß Rätsel, Alter. Das ist ein fucking scheiß Rätsel. Alter, und wo ist der Hinweis dazu? Oh, fuck. Achso, die sind richtig rum, oder was? Ja, warte mal, dann ist ja einfach, oder? Der muss... Rot muss unten. Und hier ist... wo ist denn das? Das ist oben links. Ja, so, ne? Oder? Ja, da. Jawohl. Ja gut, das war jetzt nicht so schwer. Ah, mein Gott. Boah, war das schwer. Boah, bin ich gut. Andere YouTuber würden sich jetzt... Oder andere Streamer würden sich jetzt... Ciao. Ich habe keine Zeit für dich. Ciao, du Affe. Ich will aber eben noch kurz in die Küche gucken, wenn ich das darf. Uah. Da ist nämlich noch Munition. Und... Lass mich! Geh weg! Lass mich! Uah. Oh, jetzt auch auf mich! Guck mal! Aua, Alter! Das ist der ohne Arme! Alter, wie er mich anspringt und mich aufessen will! Das mache ich normalerweise immer bei McDonald's nur. So, wo ist das Treppenhaus gewesen? Treppenhaus, ich zieh die Schlüpper aus. Hier. Na, geht er durch. Ich komme gerade vor, als ob ich mich mit dem Rücken an die Wand anlehne und dann so... Oh, vorbei. So, wir müssen zur Krankenstation, ne? Kitchen, Dining Room, Laundry... Laundry... Nee, warte mal. Das war... Da. 3F. Eine höher. Stick Bay. Wie ist es schon wieder höher? Wie auf dem Scooter-Rave. So. Hallo. War das gerade schon so unordentlich? Okay, wisst ihr was? Ich speichere nochmal. Da wir eh hier gerade sind, kann ich auch hier nochmal eben schnell abspeichern. Komm. Arschlecken. Arschlecken, 1,50 Mark. So. 10 Stunden, 57 Minuten. Alter Schwede. Fast 11 Stunden schon. Krass. Also insgesamt jetzt, ne? Nicht jetzt heute, sondern insgesamt das Spiel bisher. Finde ich schon, das ist schon eine Hausnummer. Also, und zumal jetzt für VR, ne? Also jetzt nicht irgendwie normalo, sondern halt für VR. Finde ich das schon ordentlich. So, und bevor die Fragen kommen, ja, ich kann VR durchspielen. Also das Spiel in VR sogar durchspielen. Wird mir nichts machen.
Da kommen wir gar nicht rein, okay. Oh Gott. Und wir haben kein... Wir haben nichts zum Heilen, ne? Oh nein. Wir werden so sterben. Wir werden so sterben. Wir werden sowas von sterben. Alter, wir werden so sterben. Ich könnte mal irgendwie so eine Chemikalie gut gebrauchen. Eine Chemikalie wäre ein Traum. Hallo, Freunde. Krankenstation. Boah, wie sich das anhört. Wisst ihr, was ich hasse in Horrorspiele? Stille. Oh, da ist Chemikalien. Jede Menge. Ich hasse Stille in Horrorspielen. Ich hasse es, sowas von. Und wenn es dann irgendwo am Knacken ist oder so. Boah, erstmal direkt jetzt Dings. Medi-Dings machen. Und verbesserte Pistolenmunition? Nein, verbesserte Arznei mache ich erstmal, oder? Ja, komm. So. Nichts drin in den Schubladen. Was ist das für eine was ist das für ein Armutsschiff? What the fuck, wer ist das denn? Kann ich die wieder aufnehmen? Ja. Entschuldigung. Aua! Was macht der Fette denn hier? Alter! Der Fette aus der Scheune! Was macht der denn hier? Will er mich... Okay, hier komme ich gar nicht weiter. Toll. Habe ich mich direkt in eine Sackgasse geflüchtet. Wenn der hier lang gekommen wäre, ich wäre so am Arsch. Oh Gott. Eieieiei. Oh. Das Kabel. Wie geil das animiert ist. Netzkabel. Für die Netzsteckdose. So. Okay. Ich würde sagen, am Rückweg speichern wir nochmal. War ja klar, dass hier irgendwas kommen musste. Boah, wie eklig sich das anhört, ne? Dieses... Als ob einer in einer 5 Jahre nicht gewaschenen Unterhose rumwühlt. Bevor ihr jetzt euch fragt, woher ich das weiß, denkt mal drüber nach. So. Muss ich selber lachen. So. Ja, Freunde. Okay, jetzt sind wir wieder beim normalen Resident Evil Setting angelangt. Hier suchen und zerstören. Kann man hier drauf schießen? Ne, es geht nicht. Schade. Müssen wir noch so einen Dietrich finden, aber bisher keine Chance. Wenn wir einen finden... Müssen wir uns merken, dass wir hier hin müssen nochmal. So. Wo müssen wir jetzt nochmal hin? Ach ja, Fahrstuhl reparieren, ne? So.
ich will hier gar nicht sein. Wo will ich denn eigentlich hin, ist die Frage. Hier ist auf jeden Fall ein Speicherraum. Den Schlüssel für den Waffenschrank finden. Warte mal, hier sind auch noch die Kojen. Wenn wir schon gerade auf der Etage sind, können wir hier mal die Kojen freimachen. Ach komm, scheiß was drauf, komm. Oh, du Penner. Armloser Bastard. Mein Freund erledige ich jetzt auch noch. Komm, dann ist er weg. So. Bleib tot. Verdammt nochmal. So. Ich frage mich, warum wir so viel Ätzflüssigkeit kriegen. Ob wir irgendwas dafür verbraten können oder so, dass man davon nicht genug hat. Oh, wir kommen hier gar nicht lang. Hey, der Schlüssel! Jawohl! So, geil. Oh. Cool. Warte mal. Da machen wir doch direkt mal verbesserte Pistolenmunition. So, wir haben Maschinengewehrmunition. Das holen wir uns jetzt erstmal. Jetzt muss ich nur mal kurz gucken, wo das war. Das war beim Captain auf dem Zimmer, ne? Das war ganz oben. Da können wir mit dem Fahrstuhl hinfahren. Aber erst gehe ich speichern. So. Der Fahrstuhl ist repariert. Hier haben wir freie Bahn mit Marzipan. So. Und wir packen erstmal den unnötigen Kappes erstmal weg. So, wie zum Beispiel gar nichts, weil doch das Kraut, komm. So. Gewebepro von Evelyn können wir ja nicht wegpacken, ne? Verdammt, okay. Ja gut, haben wir wenigstens mit dem Kraut noch ein bisschen Platz und speichern. So. Dann haben wir das auch. La 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 la. Ja, möchte ich. Hey, wir haben die 11 Stunden voll. Wuhu. 11 Stunden voll. Sehr schön. So. So, was haben wir gesagt? Wir müssen ganz nach oben, ne? Elfter Stock, Weltraumforschung. Da gab es noch so eine coole... Ich finde das noch so geil. Die Werbung gibt es auf YouTube, glaube ich, noch. Also, ist eine ganz uralte BP-Werbung. Wer die noch... Wer die noch kennt, es gab mal eine früher Tankstellenfirma BP, wer die noch kennt, das ist so eine grüne, die gibt es glaube ich kaum noch oder gar nicht mehr. Und da gab es früher so eine Werbung, da ist so ein Pizzabote im Fahrstuhl, ne, hat so Pizzas bei sich und fährt mit dem Fahrstuhl, lalalala, ne, tralala. Dann so irgendwie so, weiß nicht, dritter Stock, vierter Stock, irgendwie so, so Bürogebäude, ne, und dann sagt die Tante so im Fahrstuhl, die Fahrstuhlfrau da so, also in der Sprechmuschel, ja, vierter Stock, Bürogebäude, lalala, Firma so und so, ne. Und auf einmal steigt da in der gleichen Etage steigt so ein Astronaut ein mit so einem Helm auf, tralala, ne, und drückt auf Knopf Nummer 11 und er muss, glaube ich, irgendwie in die, ich weiß nicht, ich glaube in die 12. oder 13. Etage, der Pizzamann. Und auf einmal, ding, 11. Stock, Weltraumforschung. Dann gehen die Türen auf, Alter, und voll die fette Raumstation, der Pizzabote so. Alter, die Werbung war so hohl, aber irgendwie total geil gemacht. Und ich weiß auch nicht, was das mit der Tankstelle zu tun hat. Fragt mich nicht, oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass man vielleicht sogar im Weltall sogar BP tankte. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oder Shell oder Aral oder wie sie alle heißen. Ah, da ist das Maschinengewehr. Ich hoffe, wir können den Monster umgehen. Den Molded, den Vierbeinigen. Weil der watschelt nämlich, glaube ich. Ich glaube, der watschelt nämlich hier rum. Das war klar. Du Penner. Das glaubst du aber auch nur. Guck mal, er ist so dämlich durch die Tür zu gehen. Blöd, Mann.
Das glaubst du nur. Von hinten einfach mal ankommen, Alha. Der ist so doof, durch die Tür zu gehen. Hast du gesehen? Yeah. So, jetzt haben wir unsere Maschinenpistole. Sehr schön. Nehmen wir trotzdem jetzt erstmal das... Oder die Pistole, kommen. Und wir können mal... wie war das jetzt? Warte mal. Und... Genau, so. Genau, mal nachladen. Die verstärkte Pistolenmunition. Wir können die eigentlich mal benutzen. Komm. So, wir haben jetzt... Zur untersten Ebene gehen und Ethan retten. Ah ja, genau. So. Jetzt müssen wir ganz nach unten fahren. Ich würde aber gerne... War hier noch ein Speicherpunkt? Okay. Boah, ich erschrecke mich immer, wenn die Türen aufgehen. Warte mal. Wo war der jetzt der Speicherpunkt? War der auf 3? Sicherheit ist safe. Ich glaube, ja, ne? Okay, pass auf. Pass auf, wir fahren nochmal auf die dritte Etage und speichern nochmal eben fix. So, wenn da war das, ne? Genau. Oder? Ja, hier. Weil dann haben wir nämlich wenigstens gespeichert. Und dann können wir nämlich hier nochmal, wenn was passieren sein sollte oder wenn was passiert, können wir nochmal ganz gemütlich dann hier, laden. So. Juhu. Ich find's voll geil mit dem Fahrstuhl. Ding. Voll geil gemacht. Aber irgendwie in fast jedem Resident Evil gibt's einen Fahrstuhl, ne, oder? Oh nein. Erwartet. What the fuck? Wer wartet? Alter, die Musik gerade.